Hallo, heute schauen wir uns den Install Disk Maker an. Das ist ein Tool, um ein Installationsmedium innerhalb des LabDo-Projekts zu erstellen. Einmal gibt es im LabTix die Möglichkeit, dieses Installationsmedium herunterzuladen. Bitte lest euch sorgfältig die Hinweise durch. Es gibt dann vier verschiedene Modi: Formatieren einer völlig neuen Disk, Auswahl des Downloads, was ihr haben möchtet, Update einer bereits einer existierenden Install-Disk oder auch Benutzen einer sogenannten Download-List, wo beschrieben ist, was ihr vorher schon mal runtergeladen habt. Wir fangen jetzt mit der neuen Disk an. Schaut ganz genau, welche Platte ihr löscht und benutzt. SDB wäre das in unserem Fall. Jetzt wird die formatiert, runtergeladen, schon mal so erste Dinge. Kurz angezeigt, NTFS ist installiert, sie heißt Install Disk. Dann geht es weiter mit der Auswahl dessen, was ihr vom FTP-Server runterladet. Also, dass ihr dafür online sein müsst, ist selbstredend. Entweder benutzt ihr eine Download-List oder wir gehen direkt auf den Server. Das ist das, was wir jetzt gleich als erstes machen. Und auf dem Server gibt es dann sogenannte Images. Katalonisch, Deutsch, Englisch und so weiter. Ihr könnt entweder alles runterladen, was sehr lange dauern kann, je nach Geschwindigkeit. In dem Beispiel werden wir uns jetzt auf das Englische fokussieren. Also nur Englisch ausgewählt, dann auf OK. Dann werden die Images angezeigt. Wir gehen nur auf das Basic Image. Mehr braucht ihr eigentlich nicht mehr mit der neuen Version. Früher gab es größere, die aber ewig dauerten im Download. Dann die Wikis, vorbereitete Wikis auswählen, in dem Fall auch nur Englisch. Und dann für das KiWix-Tool auch den entsprechenden Content, auch nur Englisch. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Es zeigt jetzt noch mal kurz an, was es alles runterladen würde. Das wird später auch in einer Datei hinterlegt. Und in dem Moment, wenn ihr drauf drückt, geht es auch schon los. Wie gesagt, je nach Geschwindigkeit eurer Leitung kann das schon recht lange dauern. Und später wird allerdings dann nur abgeglichen, was sich geändert hat, und dadurch spart ihr extrem viel Downloadzeit. Ist auch recht komfortabel. Das läuft jetzt so vor sich hin. Ganz zum Schluss bekommt ihr dann eine Bestätigungsmail, dass es durchgelaufen ist mit OK. Und dann könnt ihr ab da auch die anderen Dinge, also von 1 bis 4 auswählen, was ihr möchtet. Das gleiche Tool gibt es auch in den Images auf installierten LabDo-Rechnern. Im Ordner auf dem Desktop. Danke, bis später mal.